Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Holiday Pauper. Happy Holidays from the MTG Arena Team. Bring your deck of only commons and enjoy the winter scenery as you play. Ja, ich habe mir jetzt mal ein weißes Deck zusammengestellt hierfür. Das ist das hier. Gucken wir mal ganz kurz da rein, was ich da habe. Es sind alles nur, tatsächlich nur Common Cards. First Strike, Encampment Keeper, Healer's Hawk. Ich will ein schnelles Deck haben. Und dann schauen wir doch einfach mal, was ich mit dem Ding hier anfangen kann. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es einfach mal sehen. Ja. Lass uns den Holiday Pauper ausprobieren. Choose your deck. Ich habe ja nur dieses hier dafür extra. Submit Deck. Und jetzt probieren wir es mal aus. Mal schauen, was passiert. Holiday Pauper. Mit einem reinen weißen Deck. Gegen Edna. Das behalten wir gleich. Hat auch ein weißes Deck. Okay. Flying und Lifelink. Okay. Gehen wir gleich voll auf Angriff. Toll, jetzt haben wir hier zwei weiße Decks mit Lifelink. Das kann ja spannend werden. Nochmal fliegend. Greifen wir gleich mit beiden an. Ich gehe hier voll auf Angriff. Oh, okay. Tja, ich kann das Ganze genauso machen wie du. Es tut mir leid. Thank you.
Dann tap mal. Willst du denn jetzt überhaupt angreifen? Okay, das machst du wirklich. Machst du wirklich? Dann ist deine jetzt weg. Ich würde mal sagen, deine Chancen stehen gerade nicht ganz so gut, ne? Machen wir es so einfach, komm. Ist egal.
Wenn du jetzt nichts mit Flying hast oder irgendwas zerstören kannst, von mir ist bei dir vorbei. Ja, interessiert mich nicht mehr. Ist gelaufen. Du hast ja keine Karte mehr. Er greift echt nochmal an. Das ist ja süß. So, das erste Match haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gewonnen. Gegen Edmond. So, damit haben wir die erste, den ersten Reward. Schau mal, Match Nummer 2. Zwei Matches darf ich verlieren, dann ist vorbei. Also beziehungsweise wenn ich zwei Matches verloren habe, ist vorbei. Gucken wir mal, wie weit komme ich mit meinem weißen, reinen weißen Deck gegen Kazumi. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber schauen wir einfach mal. Auch ein weißes Deck. Oh, und der kommt mit einem kleinen. Oh mein Gott. Weiß-Rot? Das war ein schneller Sieg. Ja. Zwei Wins bis jetzt. Gegen Sue. Starker Anfang. Gucken, was er hier hat. Oh, er spielt schwarz. Und ist natürlich noch besser jetzt. Thank you.
Ein schnelles Deck. Das mache ich jetzt mal nicht. Weil ich jetzt mit allem angreifen werde. Auch das war ein sehr schneller Sieg. Drei Wins haben wir jetzt schon. Mein lieber Scholli, da habe ich aber ein schnelles weißes Deck zusammengestellt. Olsen Nation. Nein, da muss ich einen Mulligan machen. Das kann ich so nicht lassen. Da muss ich echt einen Mulligan machen. Mein Deck baut hier auf Geschwindigkeit. Damit kann ich nicht gewinnen. Nein. Mulligan. Nur was ist das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Mulligan. Ach komm. Noch ein Mulligan. Oh mein Gott. Ah, jetzt ist es egal. Komm. Wir können es jetzt eh nicht ändern. Das wird eine sehr, sehr schlechte Runde werden für mich.
Okay, das war mein erstes verlorenes Match, aber das hing auch damit zusammen, dass ich wirklich am Anfang schon Schrottkarten bekommen habe. Also ich habe, ihr habt ja gesehen, selbst nach dem ersten Mulligan kam nichts, habe ich nicht mal ein Land bekommen. Lächerlich. Ja. Naja gut, komm. Wir werden schon irgendwelche Karten jetzt kriegen. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Gottes Willen, er braucht jetzt schon ziemlich lange hier. Taktiker, das hat jetzt wehgetan. Das hat jetzt allerdings sehr wehgetan. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Hart umkämpftes Match. Ich glaube, meine Chancen sind sehr gering, dieses Match nochmal rumzudrehen. Genügend Planes hätte ich, aber das funktioniert ja so nicht. Okay, 3 Siege haben wir geholt. Hat extrem gut angefangen. Claim Price. Schauen wir mal. Lenowar Elves. Claim Price. Was? Was war das jetzt? Ach, das kann man nochmal machen. Ah, okay. Man könnte es nochmal machen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kriege ich nur eine einzige Karte dann quasi? Okay. Obwohl ich 3 Siege. Egal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.